Und dann ist es plötzlich soweit. Morgen wird in den USA gewählt und obwohl das FBI Hillary Clinton am Wochenende im Zuge der E-Mail-Affäre entlastet hat, wird es definitiv spannend werden. Morgen, es ist bis dato, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, völlig unklar, wer Ende dieser Woche ins Weiße Haus einziehen wird. Und dennoch wollen wir auch heute einmal mehr über die bevorstehende US-Wahl sprechen und das Ganze wollen wir tun mit Dietmar Zandtke von Zandtke Asset Management hier aus Stuttgart. Herr Zandtke, erstmal die Frage, welche Rolle spielen denn die US-Wahlen für die Rentenmärkte? Ja, seitdem wir sehen, dass die Statistiken, die Umfragen eher wieder etwas mehr für Hillary Clinton sprechen, obwohl es schon sehr knapp ist, stehen aber auch gerade eben die Aktienmärkte, der DAX beispielsweise 2% im Plus. Die Rentenmärkte kommen heute ein bisschen unter Druck und das zeigt, dass es schon eine große Rolle spielt und Einfluss auf die Märkte hat und sicherlich ein Wahlsieg von Hillary Clinton etwas Beruhigung reinbringt, ein Wahlsieg von Donald Trump sicherlich ein bisschen für Unruhe sorgen wird. Das ist schon die nächste Frage. Was erwarten Sie denn von den kommenden Tagen an den Rentenmärkten? Ist es für die Rentenmärkte überhaupt entscheidend, wer schlussendlich die Wahl gewinnen wird? Entscheidend würde ich nicht sagen, aber es wird natürlich in den nächsten Tagen dann auch ein bisschen Einfluss haben. Und wie gesagt, bei einem Wahlsieg von Hillary Clinton heißt es eher ein Weiter-so. Die Unsicherheiten gehen ein bisschen aus dem Markt raus und das ist immer gut für die Investoren. Und dadurch können sich die Aktienmärkte wahrscheinlich weiter ein bisschen erholen und eben die sicheren Anlageklassen, wie zum Beispiel heute auch Gold, etwas unter Druck kommen und damit wahrscheinlich auch die Rentenmärkte. Wir haben es vergangene Woche gesehen. Viele spricht dafür, dass die Fed im Dezember wohl die Zinsen anheben wird, wahrscheinlich nur moderat. Wird sich das im Zuge der Wahlen vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise ändern? Es könnte sich schon ein bisschen was ändern. Wir gehen jetzt davon aus, dass im Dezember es einen kleinen Zinsschritt nach oben geben wird. Die Konjunkturdaten sprechen dafür in den USA. Aber wir gehen auch nicht davon aus, dass es dann zu weiteren Zinsschritten in Kürze und zu größeren Zinsschritten kommen wird. Immerhin haben wir eine Wahrscheinlichkeit von über 80%, dass im Dezember ein Zinsschritt kommt. Aber das natürlich auch in der Verbindung mit einem Wahlsieg von Hillary Clinton. Wenn Donald Trump gewählt werden sollte, dann könnte auch sein, dass der Zinsschritt erstmal entfällt im Dezember. Denn Donald Trump hat halt auch die Fed etwas unter Druck gebracht und gesagt, die Fed würde den Wahlkampf auch manipulieren und würden ihn wahrscheinlich durch Zinserhöhungen dann später unter Druck bringen. Und wenn die Fed das dann wirklich tut, dann würde er sogar noch recht bekommen. Also dann wird die Fed vielleicht doch nochmal genau prüfen, ob sie was tun wird im Dezember. Sollte es im Dezember, wovon wir jetzt aktuell ausgehen, zu einer Zinsanhebung kommen, welche Folgen erwarten Sie denn dann für die Rentenmärkte im Zuge einer solchen Zinsanhebung? Ist das Ganze schon eingepreist? Ich glaube schon, dass ein Großteil davon eingepreist ist. Wir sehen eben, über 80% ist die Wahrscheinlichkeit, nimmt der Markt das an. Das heißt, er wird nicht davon überrascht werden, wenn ein kleiner Zinsschritt im Dezember kommt. Allerdings ist natürlich dann das Wording, also die Aussagen der Fed dann wichtig. Wenn sie ankündigen, sie werden weitere Zinsschritte machen, dann wäre das sehr negativ für den Markt. Davon gehe ich aber nicht aus. Von daher wird das wahrscheinlich wie im letzten Jahr im Dezember von dem Markt ganz gut verdaut werden. Eine Einschätzung von Dietmar Zandtke von Zandtke Asset Management hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.